Bad Kissingen ist eine recht kleine Stadt. Und trotzdem gibt es bei euch einen sehr großen Klerus, also zwei Priester, drei Diakone. Wie ist das gekommen? Hast du die Kandidaten gefördert oder hat sich das einfach so ergeben? Also ich muss sagen, dass ich ja alle Kandidaten gefördert habe, weil wo ich Priester wurde, bin ich halt von München zu jedem Gottesdienst angereist. Das sind halt hin und zurück 700 Kilometer. Und da war ich halt alleine in der Gemeinde. Das heißt, kein Diakon, kein Leser, kein Hypodiakon, also überhaupt keiner. Und das war natürlich damals ziemlich schwierig. Und ich habe ja sozusagen 7 Jahre Studium. 4 Jahre in Jordanville, 3 Jahre in Moskau, in Sergiev Passat, und ich war halt zu diesen, und dann 4 Jahre noch in Sabor, in der Kathedralkirche in München, und ich war zu diesen Soborni Gottesdienste sehr gewohnt. Das heißt, dann war ich dann als einziger Priester in der Gemeinde, dann hat mir das irgendwie gefehlt. Also mir hat diese Gemeinschaft der Geistlichen einfach gefehlt. Also ja, du bist halt alleine, alle Gläubigen, und dann fehlt halt irgendwer hier, irgendwie um mich herum. Und das ging so 2 Jahre, dann habe ich so einen Sänger im Chor bemerkt, sozusagen, also habe ich natürlich früher bemerkt, und dann habe ich gesagt, also wie wäre es mal, wenn du mal lesen würdest und so. Also der hat dann schon Apostel gelesen, dass dann auch die Stunden liest und so. Der war als Laie damals noch. Dann hat er gesagt, ja gut, ja, dann habe ich ihn zum Leser vorbereitet. Dann war er einige Zeit als Leser. Und dann wieder nach, glaube ich, also 1,5 Jahren oder 2 Jahren, habe ich dann gesagt, ja, es wäre mal gut, dass du zum Diakon, also haben mich so angeboten, darüber das zu denken. Und er hat es sich überlegt und hat gesagt, also das war auch irgendwie sein Wunsch, vielleicht mal, irgendwann mal, also in der Kirche zu dienen. Und so, also wurde zum Diakon geweiht, der Vater Igor. Jetzt zelebriert er in Frankfurt, also er wohnt halt, hat auch 100 Kilometer von uns entfernt gewohnt, und wir haben zusammen ungefähr 11 Jahre zusammen, bis vor 2 Jahren war er noch in unserer Gemeinde. Mhm. Vor 2 Jahren wurde dann, hatte der Bischof ihn gebeten, in Frankfurt zu helfen, weil da sind zwei ältere Priester. Und dort wird halt als eine Hilfe des Diakons benötigt. Und da er 100 Kilometer entfernt von uns gewohnt hat, dann hat er noch also in dreischichtig gearbeitet, und dann konnte er natürlich nicht zu allen Gottesdiensten kommen. Dann habe ich einen zweiten Chorsänger sozusagen angefangen, mit ihm zu arbeiten. Dann wurde er auch zum Leser geweiht, und dann nach 2 Jahren, glaube ich, so ungefähr, habe ich ihn auch zum Diakonweihe vorbereitet. Hatten wir 2 Diakone, und dann zu einer Zeit, vor 2 Jahren, wurde dann der ältere Diakon dann nach Frankfurt übergeben, dass er dort mithilft. Und dann hatten wir wieder einen Diakon. Und zu dieser Zeit hatte ich schon 4 junge Leute, die waren natürlich alle mit Familie, mit Kindern schon, die ich ins Priesterseminar geschickt habe. Das Externe in Kiew. Das heißt, dass wir hier in der Diözese in Köln haben wir halt so eine Filiale dieses Kiew-Seminars, Priesterseminars. Und dann waren dort schon 2 Diakone, der Vater Igor und Vater Evgeni. Und dann habe ich noch einen dritten geschickt und einen vierten, der wo jetzt auch Priester ist jetzt. Und dann, als der erste Diakon nach Frankfurt ging, dann war es so, dass ein weiterer Student zum Diakon geweiht wurde.
Und natürlich war es für den Gottesdienst auch sehr schön, dass immer nicht nur ein Diakon also zelebriert hat, sondern zwei. Das ist mehr, also ich liebe Gottesdienst, damit er schön ist, auch von Klöstern wahrscheinlich, dass ich sozusagen diese Erfahrung hatte. Und deshalb hatten wir dann zwei Diakone, dann hatten wir dann entschieden, da ich durch diese Jugendarbeit sehr viel unterwegs war, haben mich auch viele verschiedene Priester, also vertreten in unserer Gemeinde. Und das war natürlich für die Gemeinde auch ein bisschen schwierig, dass auch in meiner Vertretung immer verschiedene Priester kamen. Und deshalb hat der Diözesanrat auch entschieden und unser Bischof, dass wir einen zweiten Priester bekommen und dass dieser Priester auch von der Gemeinde ist. Und deshalb wurde der vierte Student auch dann zum Diakon geweiht und dann jetzt auch vor 2 Monaten zum Priester. Also das heißt, 4 Geistliche, die in deiner Gemeinde sind, dann noch einer, der mittlerweile nicht in deiner Gemeinde ist. Ja. Es gibt Gemeinden, in denen es 20 Jahre lang ein Priester zelebriert und niemand aus dieser Gemeinde Diakon oder Priester wird. Wie hast du es geschafft, die Menschen zu motivieren oder abzuholen? Also ich habe natürlich nicht gleich den Menschen gesagt, also sie sollen Priester oder Diakon werden. Mhm. Ich habe sie einfach zum kirchlichen Leben angezogen. Das heißt, ich habe mit denen angefangen zu lesen, also Apostel zu lesen, die Stunden zu lesen. Also irgendwie habe die versucht oder in den Altar genommen und habe die einfach so in das kirchliche oder ja das kirchliche und das Gottesdienstleben einbezogen. Hm. Immer mehr und immer mehr. Ich habe ihm gesagt, ja, also mach weiter. Also jetzt hast du das erreicht, jetzt musst du das noch lernen. Jetzt musst du das lernen. Und wo ich dann gesehen habe, dass sie das alles gelernt haben, habe ich gesagt, also ist es vielleicht Zeit für ein Priesterseminar? Haben die überlegt, sagen, ja, warum nicht? Also jetzt weiß er schon was. Jetzt hat es ihm auch angefangen zu gefallen. Das heißt, früher stand der Mensch einfach so in der Seite und hat alles beobachtet. Und wenn er dann zum Wirker wird, das heißt, wenn er anfängt, irgendwas selber zu machen, dann ist er sozusagen nicht von der Seite des Beobachters, sondern von der Seite des Wirkens. Und deshalb hat natürlich das den Leuten auch irgendwie selber gefallen und die haben sich weiter sozusagen zur Kirche und zum Dienst der Kirche herangezogen. Und ich habe immer betont, dass das Wichtigste im Leben ist natürlich, das Leben irgendwie so zu leben, damit wir in unserem Leben es schaffen, auch Gott zu dienen. In jeder möglichen Art des Dienens. Das heißt, der eine macht die Kirche sauber, der eine singt, der andere liest, der andere macht die Kirche auf und sitzt halt diese Stunden in der Kirche, wo sie geöffnet ist. Der andere ist als Leser, der andere als Altardiener, der andere als auch Diakon vielleicht und der andere auch möglicherweise auch als Priester. Mhm. Deshalb war es für mich auch wichtig, also das den Leuten immer beizubringen, damit, dass die Kirche ein lebendiger Organismus ist und dass wir versuchen sollen, diesen Garten Gottes sozusagen, diese Kirche mithelfen auszuweiten. Das heißt, denn die Kirche, wenn man die Apostel anschaut, die sind ja gekommen und mit ihrer Predigt und haben irgendwelche Leute einfach zu dem kirchlichen Leben einfach dazugezogen sozusagen. Und das war irgendwie nicht künstlich. Das heißt, ich habe mir kein Ziel gesetzt, jetzt irgendwelche Diakone oder Priester zu schaffen in der Gemeinde. Das heißt, mein Ziel war, die Leute zum kirchlichen, zum Altarleben und zum Chor anzuziehen. Und nach diesem Anziehen war halt sozusagen der nächste Schritt weiterzumachen. Und deshalb war das irgendwie so. Also.
Gut, kommen wir wieder etwas zum Äußerlichen, und zwar zu der Priesterkleidung. Es gibt Priester, die tragen ihre Priesterkleidung immer oder fast immer, auch im Alltag, wenn sie jetzt einkaufen gehen. Und es gibt welche, die ziehen die Priesterkleidung an, wenn sie in die Kirche reinkommen, und dann ziehen sie wieder aus, bevor sie rausgehen. Wie handhabst du das? Also als ich zum Priester wurde, war ich ja 4 Jahre in München. Und in einer Großstadt fällt man als Priester sozusagen nicht auf, würde ich jetzt mal sagen. Also ich bin durch die Straße gegangen, und das war also... In der Soutane. Ja, in der Riasse, ja. Und die Leute schauen gar nicht auf dich. Also das heißt, ja, geht irgendwer wie vorbei. Und die sind alle, also das ist ja jetzt multinational, jetzt die ganzen Großstädte, und deshalb... Und natürlich in der Kathedralkirche war das auch streng, und ich habe da auch so ein Vorbild gehabt, auch Vater Nikolai, dass der Priester auch immer in seinem Priestergewand auch überall auf der Straße geht. Das habe ich auch so 4 Jahre ausgeübt, das heißt, ich bin nie aus der Wohnung ohne Riasse gegangen, 4 Jahre lang. Ja. Sogar wenn ich Müll rausgetragen habe, habe ich mich gewundert, dass ich irgendwie komisch angezogen bin, dass irgendwas fehlt. Also das, man wächst sozusagen irgendwie mit der Riasse zusammen. Und dann, wo wir nach 2015 nach Bad Kissingen umgezogen sind, ist es natürlich eine Kleinstadt, 20.000 Einwohner und eine Kultur, sozusagen so eine, also Kulturstadt und so eine Reha-Stadt und eine Stadt, wo die Leute halt so, also nicht multinational sind, international sind. Und da habe ich natürlich gleich diesen großen Unterschied gesehen, wo ich in der also durch die Straße ging, dass einfach die ganze Straße auf mich geschaut hat, ja, sozusagen. Das hat mich natürlich nicht gestört. Aber trotzdem war das sozusagen so ein großer Unterschied, also dass ich so bemerkt wurde. Und natürlich ist es so, dass jetzt, natürlich hat der Priester auch Kinder und Familie. Und wenn man natürlich ja mit der Familie mal in die Stadt geht oder zum Einkaufen, und da ist halt die Familie dabei und die Kinder, und dass man sozusagen zum Zentrum von der ganzen Straße wird, ist natürlich, war für mich irgendwie also nicht, dass, also ich habe das Gefühl, dass die Kinder auch fühlen sollten, dass der Priester ja ein auch als Priester ist, aber auch als Papa ist, das heißt als Vater ist, und dass sie sich in der Umgebung, in der Stadt irgendwie auch nicht irgendwie wegen dem Vater irgendwie auch ja komisch fühlen vielleicht, also ja, deshalb ist es dann so, also mache ich das so, seitdem ich umgezogen bin. Das heißt, wenn ich kirchlich unterwegs bin, bin ich immer in einem Priestergewand. Wenn ich mal mit der Familie in die Stadt gehe oder zum Einkaufen, dann bin ich anders gekleidet. Also, ja. Das heißt, das ist für mich dann auch, ja, weil... Es ist eine Kleinstadt, und man kennt sowieso jeden, und jeder kennt jeden, und also deshalb denke ich, ist es für in so einer Kleinstadt auch irgendwie schwieriger. Also ich denke da immer, dass ich mit meinem Aussehen auch den Leuten, ja natürlich, wenn ich als Priester unterwegs bin, erinnere, als dass ich jetzt Priester bin, dass ich mit meinem Aussehen an Christus, an Gott erinnere. Aber wenn ich dann privat sozusagen mit meiner Familie unterwegs bin, dann möchte ich, dass ich dann auch privat sein kann. Das heißt, weil ich werde natürlich, wenn ich so unterwegs bin, oft angesprochen auf der Straße. Mhm. Ja, verschiedene Themen, in letzter Zeit auch mit dem Krieg und mit dem Putin und mit allen verschiedenen Sachen. Und deshalb, wenn ich da mit der Familie unterwegs bin, dann will ich nicht, dass ich einfach, ja, einfach so angesprochen werde. Und dann, ja. Aber wenn du jetzt priesterlich unterwegs bist und angesprochen wirst, hat das irgendeinen positiven Wert? Also ist das eine Predigt oder...
Also ich muss sagen, also in meiner ganzen Priesterzeit, also gab es nur zweimal, dass ich so, so negativ angesprochen wurde. Das heißt, dass Leute wirklich so angefallen sind. Also, ja, ihr seid von der russischen Kirche, der Patriarch und Putin und Krieg und alles. Ja. Das ist wahrscheinlich in der letzten Zeit. In der letzten Zeit, ja. Und die Zeit davor, also man wird immer irgendwie so positiv, hat man eine positive Erfahrung. Das heißt, die Leute sind, manche schauen komisch, die anderen sind mehr so freundlich. Das heißt, sie sehen einen Priester und ja, vor allem die Älteren, die grüßen immer und also sind sehr irgendwie erfreut, dass sie einen Priester auch sehen, weil in der katholischen Kirche sieht man das ja nicht mehr, dass sie also in einem Gewand unterwegs sind. Und ja, es war so eine also komische Sache sozusagen, wo wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren wir mit der Jugend, also in Bad Kissingen, dann sind wir dann auch in die Stadt gegangen und dann unsere Nachbarn haben mich da gesehen, wo wir mit der, also es waren 140 Jugendliche fast und also zwei Priester, du warst dabei, der Bischof Hiob und noch Vater, weiß ich jetzt nicht mehr, wer da noch dabei war. Dann sagen die Leute, ja, was geht bei euch vor? Woher habt ihr so viele Jugendliche? Ja, was geschieht da überhaupt? Und manchmal fragen, also Deutsche sagen, fragen die, von welchem Orden sind sie denn? Dann schauen sie natürlich sehr, sehr, sehr genau und versuchen zu verstehen, was das für ein Kreuz ist, der orthodoxe Kreuz. Und ja, deshalb, also ich würde sagen, das ist immer so, dass man als Priester natürlich auch bereit ist, natürlich den Leuten zu sagen, aber ich predige jetzt nicht in der Straße einfach. Also zu Leuten, dass ich da jetzt, also wenn mich jemand fragt und anspricht, natürlich, das heißt, aber ich gehe da nicht mit der Predigt selber zu den Leuten, das heißt, aber wie gesagt, also die Leute fragen oft und oft erfahren sie, dass es die russisch-orthodoxe Kirche ist, vor allem die älteren Leute sagen, ah, ich kenne die Kirche oder ich war da schon in der Kirche und die meisten kennen die Kirche, die historische. Oder sie sagen, ah, ich war mal in Russland und da gibt es so viele Kirchen und ich war da in verschiedenen. Mhm. Und also ich würde sagen, das ist immer sehr positiv. Aber ist da mal mehr rausgekommen als nur dieses touristische, aha, schön, ich kenne sie, ich war da auch mal. Ist es mal vorgekommen, dass ich weiß nicht, jemand hat dich auf der Straße getroffen, du hast mit ihm gesprochen, dann ist er in die Kirche gekommen oder so oder ähnliches? Also von den Deutschen eigentlich weniger. Also wir haben oft, also die Kirche ist bei uns offen für Touristen und ich leite da oft so Führungen für also deutsche Gruppen. Das heißt, ich bekomme einen Anruf von einem Reisebüro, dass jetzt eine Gruppe aus Hamburg angekommen ist oder von verschiedenen Städten. Die bleiben jetzt ein paar Tage in Bad Kissingen und dann interessieren sie sich für die Kirche. Oder es gibt auch Leute, die, es gibt sozusagen, die heißen die neuen Bürger. Zuerst habe ich mich gewundert, was es sein soll. Ich kenne die neuen Russen, aber... die neuen Bürger, da kam die Gruppe. Und es waren alle also 70, 80 plus, habe ich gefragt, also was bedeutet, warum nennt ihr euch neue Bürger? Sagen die, ja, wir sind als Rentner, haben uns was in Bad Kissingen was gekauft und sind umgezogen. Und für diesen neuen Bürger mit 70, 80 plus gibt es halt verschiedene Aktivitäten. Die Stadt wird ihnen gezeigt und auch die Kirchen. Deshalb kommen die öfters, also so also 50,
60 Personen auf einmal. Und da also erkläre ich natürlich über den Glauben, die Kirchen, Gottesdienste. Und alle sagen, früher war das bei uns auch so. das kenne ich noch von Kindheit. Das kenne ich noch von unserer Kirche. Da haben wir das auch gemacht, haben wir auch gefastet. Und also zur Kommunion haben wir auch also eine Fastenzeit eingehalten. Deshalb, also, aber ich würde sagen, viele haben natürlich Interesse, sehr viele haben Interesse und sagen, das ist sehr schön, aber nur wenige nehmen die Orthodoxie an. Also die letzte Zeit war es so. Jetzt die letzten Jahre, wo man auch diese Umwandlung in dem Protestantismus, in der evangelischen Kirche bemerkt und in der katholischen, da merke ich, dass sehr viele mehr Interesse haben und auch die Taufen werden auch mehr von Deutschen und auch von Jugendlichen vor allem, die fast, also die halt ursprünglich aus Russland oder Ukraine gekommen sind, aber fast kein Russisch mehr sprechen. Deshalb also habe ich jetzt die letzten Taufen auch in Deutsch, also von Jugendlichen. Ja. Gut, jetzt bist du in der Kirche, in diesem feierlichen Orant, also noch feierlicher als jetzt, und zu Hause, aber jetzt Papa im Schlafanzug. Wie kommen die Kinder damit klar? Also, die kennen das von der Geburt aus, deshalb, ja, für die ist es normal. Ja. Ist es für die kein Widerspruch? Denn, bist du zu Hause genauso wie in der Kirche? Ja, also nicht ganz. Also ich bin ja in der Kirche nur als Priester und zu Hause bin ich als Priester und Vater. Mhm. Und das ist halt doch ein Unterschied. Also aber für die Kinder, also ich kenne natürlich Priester, also die, wie unser Vladika Mark mal sagte, hat sich an den Priester erinnert und sagte, dass seine Kinder, wo sie groß waren, haben sie den Priester nie ohne Priestergewand gesehen. Auch seine Kinder. Das heißt, der war auch zu Hause immer im Priestergewand. Und meine Kinder sind daran gewohnt und die haben da irgendwie kein Problem damit, dass der Priester also zu Hause ohne Gewand ist und in der Kirche dann mit Gewand. Also, aber du sagtest, in der Kirche bin ich Priester und zu Hause bin ich Priester und Vater. Das heißt, du bist zu Hause aber auch Priester. Ja, natürlich. Das ist ja nicht, das ist ja kein Beruf. Das heißt nicht, dass ich ein Handwerker bin, das heißt, dass ich zu Hause jetzt Urlaub habe oder ein frei habe und ich gehe zu meinem Werkzeug als Handwerk und dann bin ich halt im Beruf Handwerker und zu Hause habe ich dann frei und bin halt nicht im Beruf. Das heißt, der Priester, das ist ja kein Beruf, das ist ja eine Berufung, ja. Und deshalb ist man als Priester, hat man auch kein irgendwie, also man ist ja nicht so, dass eine Zeit Priester und eine andere Zeit nicht Priester. Mhm. Aber natürlich ist man in der Familie mehr Vater als Priester, weil ja, also man versucht auch irgendwelche Sachen durch die Erziehung und durch, nicht als Predigt, sondern durch sein Handeln, durch sein Spielen und Mitwirken mit den Kindern zu übergeben. Das heißt also, zu Hause predigt man nicht. Ja. Im Gegenteil, da ist die Predigt irgendwie nicht richtig am Platz. Das heißt, also man muss natürlich, natürlich irgendwie den Kindern auch was beibringen und die auch also zurechtweisen und aber das ist halt nicht jetzt so, sage ich jetzt mal, so priesterlich, mehr als also mit der Liebe des Vaters mehr, also ja. Ich finde in unserer Zeit grundsätzlich die strikte Trennung zwischen Arbeit, Beruf und dem Leben
problematisch. Heute wird ja auch viel von der Life-Work-Balance gesprochen. Und diese Gegenüberstellung ist ja schon eine Trennung in Arbeit und Leben. Aber das Wort Beruf, das kommt ja auch von dem Wort Berufung. Ja, ja. Und wenn ein Mensch in seinem Beruf, ob er jetzt Handwerker ist oder Ingenieur oder Lehrer, wenn er das als Berufung ausübt, dann sollte er auch eine ganz andere Einstellung dazu haben. Dann sollte das auch ein Teil von seinem Leben sein, ja, ja, und auch in sein Haus einfließen, in seine Familie. Muss ein Priester viele Kinder haben? Gibt es da eine, auch irgendwo, wenn man zum Priester geweiht wird, muss man da unterschreiben? Nein, sowas gibt es nicht. Also, ist natürlich eine Sache der Familie. Ja. Und eine Sache der Gabe Gottes natürlich auch, ja. Mhm. Gibt es Priester, die weniger Kinder haben? Und ist es auch gibt's eher schon, so, ja, dass es tendenziell mehr sind? Ja, gibt schon. Also es ist unterschiedlich. Also wir haben Priester in der Gemeinde, die haben 10 Priester oder 8 Priester, also von unserer Gemeinde, von unserer Diözese, der Priester, glaube ich, mit 8 Kindern ist, glaube ich, die Obergrenze. Mhm. Es gibt aber auch welche, die ein Kind haben oder auch keine Kinder haben. Das ist natürlich auch eine also Frage der Gesundheit. Also, ja. Es gibt natürlich Familien, wo Kinder durch Kaiserschnitt zur Welt kommen, vom ersten Kind, und dann ist halt medizinisch auch nicht möglich, also öfters sozusagen ein Kind zu bekommen, oder es gibt dann auch irgendwann mal eine Obergrenze von Kindern, wo es medizinisch dann gar nicht mehr möglich ist, also sozusagen noch ein Kind zur Welt zu bekommen, weil halt einfach ja der Kaiserschnitt immer an einer Stelle also geschieht. Ja. Aber es gibt, gibt es einen Unterschied zwischen also einem Priester und einem gläubigen Laien, was die Kinderanzahl angeht, oder gilt das eigentlich für alle? Also, dass man, ja, wie viele Kinder, je nachdem. Gibt es da bestimmte Anforderungen an Priester mehr als an andere? Also, ich denke, das ist ein Teil der, wie ich gesagt, also des geistlichen Lebens, des medizinischen, der medizinischen Gründe. Und ja, und das ist irgendwie auch ein Gabe Gottes, sozusagen drei Elemente, die hier eine Rolle spielen, denke ich erstmal. Mhm. Also vom geistlichen Leben hängt ab, wie der Mensch zur Familie angestellt ist, zum Kinderbekommen. Medizinisch ist es halt auch dann entweder möglich oder nicht möglich, oder gibt es irgendwelche Einschränkungen. Und die Gabe Gottes ist halt auch so, dass manche haben Kinder, dann wollen sie noch mehr Kinder, aber es kommt keine. Ja. Ja, also, oder nach einer Pause von 14 Jahren auf einmal kommen Kinder, und dann wundern sich die Eltern auch und die Priesterfamilie. Also wir haben in der Gemeinde, also ich habe jetzt Gott sei Dank 3 Kinder, einer meiner Diakone, der Älteste, hat jetzt 4 Kinder, der Zweite hat auch 4 Kinder, der Dritte hat 6 Kinder, und der zweite Priester, ja, hat 2 Kinder auch, ja. Also deshalb ist es so eigentlich so verschieden. Ja, ja. Beruhigend. Was würdest du einem jungen Menschen oder vielleicht auch einem nicht jungen, spätberufenen Menschen raten, wenn er den Gedanken hat, Priester zu werden, aber Zweifel hat? Ja, ich würde ihm raten, natürlich zu beten, damit Gottes Wille irgendwie spürbar wird. Wie wird das spürbar? Manchmal denken die Leute, dass man zu Gott betet und dann, dass
ja, natürlich, dass der Himmel sozusagen nicht geöffnet wird und dann, oder dass eine Stimme bekommt, dass jetzt muss er Priester werden oder nicht Priester werden. Natürlich gibt es solche Situationen, dass, also die sind aber natürlich bei Heiligen oder bei ganz irgendwie als Ausnahme sozusagen. Deshalb sollte man zu Gott beten und schauen, wie sich die Umstände irgendwie ereignen, das heißt, um diese Sache. Und natürlich, ja, natürlich, also wie ich von meiner Erfahrung her spreche, wäre es für den jungen Menschen, der wo jetzt überlegt, Priester zu werden, einfach mit verschiedenen Priestern über das Priesterleben zu sprechen. Das war bei mir jetzt so der Fall. Da war jetzt der eine Priester, Vater Georg, der nur Deutsch sprach, das heißt keine russische Sprache. Dann diese Zeit mit 12, 14 Priestern, die sich immer gewechselt haben. Und dann dieser eine Priester, der halt frisch sozusagen geweiht war. Also da war, glaube ich, schon 6, 7 Jahre Priester, aber trotzdem eine junge Familie hatte, die Ausbildung in der Priesterseminar hatte. Auch entschieden hatte immer zwischen Mönchtum und Familie, hat dann doch die Familie ausgewählt. Deshalb haben diese Gespräche eigentlich für mich waren ausschlaggebend. Also die haben mir viel gegeben. Also ich habe sozusagen so ein Bild des Priesterlebens bekommen, von verschiedenen also Erzählungen, von Beobachtungen. Der Priesterfamilien und der Priester und so hab ich sozusagen so ein Bild bekommen. Aber natürlich, das Wichtigste ist natürlich irgendwo die innere Stimme oder die innere Berufung, dass es irgendwie von innen kommen sollte. Das heißt, und ich habe irgendwie auch gespürt, dass, wo ich sagte, also, dass das ganze Umfeld, die Arbeitskollegen, die Mitschüler, die Verwandten mich davon abgeraten hatten. Aber ich hatte innerlich dieses Gefühl, dass Gott mich ruft und ich antworte auf diese Berufung sozusagen. Also das war für mich auch irgendwie auch eine Bestätigung sozusagen. Das heißt, wenn ich das nicht hätte, wäre es wahrscheinlich für mich, ja, also ich würde sagen, schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Das heißt, weil man hat ja einen Beruf, ein Leben, ein Land, verschiedene Verwandten, Bekannte, Freunde. Und dass man einfach einen ganz anderen Weg sozusagen auf einmal startet. Sozusagen, ja. Und ja, deshalb würde ich sagen, diese drei Sachen, also Gebet, Gespräche mit Priestern, ihre Erfahrungen, ihre Rede auch, wie sie dieses Priesterleben durchlebt haben, welche Erfahrungen sie gesammelt hatten und wie sie vor dem Priestertum auf das Priesterleben schauten und dann danach, also wo sie schon Priester waren. Und natürlich diese Suche im Inneren, was will Gott von mir? Also was möchte ich im Leben haben und wo ist diese Berufung? Zu was neigt mein inneres Ich oder meine innere Stimme sozusagen? Ja. Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, Mönch zu werden? Ja. Also ein paar Jahre, vor allem in Jordanville, also da ist es ja das Priesterseminar sehr klosternah sozusagen, man lebt wie ein Mönch sozusagen, das Einzigste, das heißt im Morgen Gottesdienst, dann Schule, also Priesterseminar, dann die Aufgaben mit den Mönchen in verschiedenen Aufgaben und dann Abendgottesdienst auch mit Mönchen und dann ist man sozusagen in das Mönchtum sehr einbezogen und da war es, also 3 Jahre habe ich war das Suche nach diesem Weg, also Mönch werden oder Familie. Und dann nach 3 Jahren wurde es irgendwie innerlich klar,
dass ich doch die Familie auswähle. Ja. Dann mal ein anderes Thema. Wie sieht die finanzielle Situation aus in der Auslandskirche? Bekommt man als Priester Gehalt vom Bischof oder von der Gemeinde? Bekommt man überhaupt ein Gehalt? Also ist sehr unterschiedlich. Es gibt Priester, die eine weltliche Arbeit haben. Es gibt Priester, die von der Gemeinde, aber wie ist das halt? Also das heißt, nicht die Gemeinde unterstützt den Priester, sondern die Diözese gibt den Priester der Gemeinde und der Priester bekommt ein Gehalt von der Diözese. Und die Gemeinde muss dieses Gehalt der Diözese zurückzahlen, sozusagen. Das heißt, es ist keine Verbindung zwischen Priester und den Gemeindemitgliedern, die den sozusagen das Gehalt dem Priester zahlen, denn das würde dann sozusagen diesen Balance, der irgendwie, denke ich jetzt mal, irgendwie zerstören. Also das ist wichtig zu verstehen, dass der Priester nicht das Eigentum der Gemeinde ist. Das heißt, er ist ein Diener Gottes und ein Priester der Diözese. Und der Priester ist sozusagen sein Vorgesetzter, ja. Und der Bischof. Der Bischof. Der Bischof ist der Vorgesetzte des Priesters und er leitet diesen Priester zu dieser Gemeinde. Und wenn diese Gemeinde also in der Lage ist, diesen Priester zu bekommen, dann muss halt diese Gemeinde das Gehalt den Priester dann zurückzahlen, ja. Und das ist dann auch für den Priester irgendwie auch irgendwie ein besserer Gedanke oder ein besseres Gefühl, dass er halt, natürlich ist die Gemeinde eine Familie, aber trotzdem, dass er sozusagen vom Bischof gesandt wird zu dieser kirchlichen Familie und die Familie dankt dem Vater sozusagen der Diözese, dem Bischof, dass sie diesen Priester haben. Ja. Und deshalb ist es sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt, also früher, als ich noch Altardiener war und als ich zum Priesterseminar ging, das heißt Ende der 90er, 2004, wo ich zum Priesterseminar angefangen habe zu studieren, da war es so, dass fast alle Priester arbeiten mussten in der Auslandskirche. Also Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und dann hat sich die Lage langsam in die andere Richtung geändert. Das heißt, dass immer mehr Priester zuerst teilweise von der Gemeinde unterstützt wurden, dann noch mehr. Dann hat der Priester natürlich sozusagen vielleicht seinen Hauptberuf als Teilzeit ausgeübt, hat dann noch mehr Zeit für die Gemeinde und dann ist die Gemeinde natürlich auch dann wieder gewachsen und deshalb konnte auch die Gemeinde dann mehr der Diözese zurückzahlen und deshalb konnte er dann auch irgendwann mal auch seinen Hauptberuf ablegen und nur Priester sein, also in der Gemeinde. Also ich finde natürlich, dass es ein sehr wichtiger Weg ist, als Priester in der Gemeinde zu sein. Denn natürlich ist es nicht überall möglich. Und wenn die Gemeinde nicht groß ist, dann ist es natürlich unmöglich. Aber ist es natürlich für den Priester auch eine sehr große Belastung, denn er arbeitet die ganze Woche. Und dann Samstag, Sonntag hat er immer kirchliches Leben. Und dann bleibt für die Familie fast gar nichts mehr übrig. Also. Und deshalb sollte jede Gemeinde versuchen, den Priester sozusagen zu übernehmen. Also das heißt, dass sie, also wie war das bei uns zum Beispiel in der Gemeinde? Als ich von München gesandt wurde nach Bad Kissingen, da war es so, dass alle Priester, meine Vorgänger, alle gearbeitet haben. Ja, und der Bischof hat das damals so aufgestellt, dass ich als nur der Kirche diene. Und deshalb hat er dann auch gleich die Gemeinde gebeten, einen Teil des Gehalts dem Priester zurückzuzahlen.
Ja, und dann wurde ein Drittel, dann die Hälfte, dann noch mehr und dann zu 100%, sozusagen teilweise. Ja. Er hat auch die Zeit der Gemeinde gegeben zu wachsen. Und bei uns war das so, dass ich, als ich dann umgezogen bin, war ich ja dann Priester, weil die ersten 4 Jahre war ich ja Priester in der Kathedralkirche in Bad Kissingen und in Ettringen. Das heißt, alle drei Gemeinden konnten in diesen Pott des Gehalts irgendwie mit, also mitfinanzieren. Und als ich 2015 umgezogen bin, war sozusagen der Gehalt des Priesters nur auf den auf die Gemeinde gelegt, ja. Und deshalb haben sich verschiedene Familien zusammengeschlossen und haben gesagt, also wenn wir einen eigenen Priester haben wollen, der nur hier zelebriert, nur in dieser Gemeinde, dann müssten wir natürlich auch was leisten. Und deshalb haben verschiedene Gemeinden angefangen, auch mehr Abgaben an die Diözese zu machen. Das heißt, also wir haben sozusagen in der Gemeinde einen Priesterfonds und verschiedene Gemeindemitglieder, die also jahrelang in die Kirche gehen, die zahlen diesen Priesterfonds ein. Und von diesem Priesterfonds wird halt die Überweisung gemacht an die Diözese für den Gehalt des Priesters, sozusagen so ein Wechsel. Gibt es da irgendwie einen Tarif oder bekommt der Priester so viel, wie die Gemeinde gibt? Das entscheidet der Bischof. Er sieht seine familiäre, also bei uns ist es so in der Diözese, der Bischof sieht sich die Familie an, das heißt, es wird sozusagen auch vom diözesen Finanzbuchhalter auch durchgezählt, damit es auch den Richtlinien also anspricht. Und dann muss man dann natürlich schauen, wie viele Kinder hat die Familie und ja, wie es mit der Wohnung aussieht. Das heißt, in jedem Fall wird das einzeln irgendwie entschieden. Das heißt, Wird dabei auch die Leistung des Priesters berücksichtigt? Also wenn man, weiß nicht, mehr, wenn man jetzt aktiver ist, dass man da ein größeres Gehalt hat oder ist das eher so die Familie, die zählt? Das weiß ich nicht. Denn ich kenne nur mein Gehalt und nicht das Gehalt der anderen Priester. Gut. Ja. Jetzt kommen wir langsam zum Abschluss. Ist man denn als Priester Gott näher als ein Laie? Also, ich würde so sagen, die Priesterweihe selbst, es ist eine Gabe Gottes, aber die macht den Priester nicht näher zu Gott. Das heißt, es gibt eine Aussage von einigen heiligen Vätern, die sagen, das Priestergewand oder das Mönchsgewand macht dich nicht näher zu Gott. Das heißt, dein Leben, deine Askese und dein Gebet bringt dich zu Gott näher. Also das heißt, es geschieht nicht automatisch sozusagen, dass du Priester wirst und bist du gleich irgendwie näher zu Gott geworden. Natürlich hast du eine Gabe Gottes und du hast eine nähere Verbindung, aber diese Gabe Gottes und diese Verbindung musst du natürlich auch pflegen. Das heißt, wenn du unachtsam wirst, dann kannst du natürlich diesen Kelch mit dem Heiligen Geist natürlich durch die Schwächen des Menschen irgendwie ausschütten. Deshalb ist es natürlich jeden Tag eine Aufforderung für den Priester, sich seinem Priesterleben, seinem Priestertum auch irgendwie, also auf dieser Höhe zu sein sozusagen oder auf dieser Ebene zu sein, damit er das nicht vergisst, dass
Gott sozusagen, ja, man kann sagen, ihn ausgewählt hat. Nicht, dass er jetzt ein großer Mensch wird, sondern ausgewählt hat, in seinem Garten Gottes sozusagen als Diener zu dienen, also als, ja, als in diesem Weinstock, Weingarten halt, ja. Also ich sehe das so, das heißt, also warum ist das so? Denn man wird zum Priester und es wird nicht leichter, in der Früh aufzustehen oder es ist nicht leichter, irgendwie zu beten. Oder das heißt, man muss sich trotzdem jedes Mal durch Askese Gott nähern sozusagen. Also durch Fasten, durch Gebet, durch irgendwelche guten Taten, damit man halt ja, sich Gott nähert. Das heißt, es geschieht nicht automatisch, ja, würde ich jetzt mal so sagen. Okay, aber gibt es denn irgendwelche Vorteile, die man als Priester hat, also die das Priestertum bringt? Vorteile, also ich würde sagen, das größte Vorteil ist, dass man Teil dieser Kirche wird, Teil des Einwirken Gottes auf die Welt und auf die Seelen und auf die Leute. Und man versteht, dass man einfach nicht ausgewählt wurde als eine Auswählung, die mit Macht oder mit Bekanntheit zu tun hat. Man wurde ausgewählt, um sozusagen, dem Priester wurde ein Platz gegeben oder eine Möglichkeit gegeben, in diesem Leben mit Gott in Verbindung zu wirken, damit seine Kirche, also der Garten Gottes sozusagen gepflegt wird und ausgeweitet wird. Ja, also ich sehe das so. Aber natürlich durch das Gebet, durch die Gottesdienste, durch das Ganze, also durch die Vorbereitung zur Liturgie, durch die Gebete, die der Priester spricht, durch die Fürbitten, die der Priester von Menschen bekommt, durch die Gebete in der Kirche, die die Leute, den Priester bitten zu beten. Natürlich durch diese ganze Priester, durch diesen Priesterdienst, natürlich wird der Priester näher zu Gott. Durch sein Wirken sozusagen. Das heißt, nicht automatisch, sondern weil der Priester ja lebt so, dass er im Gottesdienst ist oder dass er in Gesprächen ist und er ist sozusagen ja mehr an Gott konzentriert, würde ich jetzt mal so sagen. Aber natürlich ist es so, dass es ist so, dass der Priester nicht ohne Versuchung ist. Ja, jeder, der Laie wird versucht und der Mönch wird versucht und der Priester wird genauso versucht. Und deshalb muss er auch diesen Versuchungen ja, irgendwie klarkommen und gegenstehen durch Versuchen, damit durch die Kraft Gottes. Okay, dann meine letzte Frage. wenn du jetzt 18 wärst, was würdest du dann in deinem Leben anders machen, wenn du das wieder neu leben könntest? Wenn ich 18 wäre, würde ich die Zeit, die davor war, oder die Zeit, das heißt von 18 bis jetzt, würde ich noch mehr daran arbeiten, weniger Zeit zu verlieren in unwichtigen Sachen. Denn die Zeit ist unser Reichtum. Denn man merkt mit der Zeit, dass wirklich wir uns im Leben uns an verschiedenen unwichtigen Sachen konzentrieren, damit Zeit verbringen. Und in dieser Zeit könnten wir viel mehr Besseres, Gutes für die Seele, für sein Leben, für seine Familie und für Gott tun, ja. Für die Kirche auch.
Deshalb einfach nicht Zeit verschwenden, sondern wirken und tun. Vielen Dank, Vater, für das Gespräch. Vielen Dank auch an dich, Vater Alexei.